Ich würde sagen, wir gehen ins Game und zocken einfach eine Runde und lassen uns davon nicht weiter stören. Vorher öffne ich mir noch das hier. Geht gleich los. Ach so, und die Holocrons habe ich alle soweit gesucht, bis auf eins. Habe es auch gefunden, ne? Alle. An eins komme ich nicht ran, da muss ich vorher auf Elder ran. So. Aber jetzt wird gezockt. So. Jupp. Das haben wir heute früh schon gemacht. So. Hier. Armschutz, das ist noch irgendwas. Ist das besser als das, was ich hier habe? 2, 6, 5, 7 zu 7, Beherrschung 222, Beherrschung 222. Ne, das wird verkauft. Was ist das? Ohrstück. Begabten von Balztech. Was? Erforderungsstufe 75. Ja. Ja, gut. Ich muss mein Inventar wieder leer machen, es geht nicht anders. Und muss natürlich mal aus. Ich krieg nicht, dass er sich doppelt hören will. Nee. Dina BH, ihr sollt Informationen für mich haben. Willkommen im Tal der Arbeit, Jedi. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Ihr wisst bereits, dass die Droiden des Imperiums in einem sicheren Labor sind. Die härtesten Verteidigungsmaßnahmen sind die Hochsicherheitstüren. Die Türen verhindern jede Art von unautorisiertem Eintritt. Außer bei einem Notfall. Ihr werdet Katastrophenschutzdroiden brauchen, um hineinzukommen. Wo kann ich solche Droiden denn finden? Die Beharen-Droiden-Fabrik ist auf Katastrophenschutzdroiden spezialisiert. Sie befindet sich hier im Tal der Arbeit, wurde aber nach der Ankunft des Imperiums geschlossen. Das Imperium hat das Material abtransportiert, bevor die Beharen-Fabrik geschlossen wurde. Ihr müsst sie instand setzen, wenn ihr diese Droiden wollt. Wie soll ich eine ganze Fabrik wieder anlaufen lassen? Ihr müsst die Energieversorgung wiederherstellen, indem ihr zuerst die außerhalb liegenden Generatoren der Fabrik aktiviert und danach das Montageband startet. Es gibt aber einige Risiken. Die Generatoren befinden sich im Höllenfeuer und die Reaktivierung des Montagebands wird bisher unfertige Droiden aktivieren. In welchem Zustand befinden sich diese Droiden? Die Droiden haben noch keine Sicherheitsprotokolle und keine Loyalitätsprogrammierung. Sie feuern so lange auf euch, bis sie zerstört werden. Sobald das Montageband wieder in Bewegung ist, muss die Fabrik ans Versorgungsnetz angeschlossen werden. Die Maschinen bekommen ihre Teile, ihr bekommt eure Droiden und die Droiden bringen euch in das imperiale Labor. Alles klar, verstanden. Sobald ihr das Versorgungsnetz wieder angeschlossen habt, kontaktiert mich über das Comm-System der Fabrik. Das sollte beweisen, dass alles wieder funktioniert. Bis dahin sprechen wir besser nicht miteinander. Viel Glück. Ja, ich hab alles verstanden. Nö, hab ich nicht. okay. So, ich muss sowieso nach Haus. Falsche Richtung. So. Okay. Was machen wir als erstes? Oder wir machen erstmal die Dinger. Ich freue mich schon gar nicht drauf. Okay, hier geht schon mal gar nicht lang. Da auch nicht. Hä? Oh ne, ich muss den ganzen Quark außen rumfahren. Stopp mal.
bin ich. Oh, ich muss wirklich außen rumfahren. Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Nein, du siehst mich nicht. Wunderbar. Bombardierungsdruid. Alles klar. Geradeaus. Oh mein Gott, bin ich müde. Stellt sich nur die Frage, warum? Zu wenig gepennt? Eigentlich nicht. Was war denn eigentlich? Naja, mittags 3 Stunden, von gestern zu heute 5 Stunden. So, gibt's hier jetzt jemanden, wo ich was verkaufen kann? Ich hab bloß noch 5 oder 6 Slots frei. Nö, aber Gegner-Druiden. Nein, au! Ah! Nein! Pfui! Ich schmeck nicht! Hier unten ist das erste. Ah, oh, natürlich sind da Druiden, ne? Ja, 4 von 20. Der hat auf 24.000 Leben. Wo bist du jetzt eigentlich? Immer noch auf Corellia. Mach immer noch die Hauptquest. Ich hab noch eine Nebenquest tatsächlich offen. Die ich aus Versehen bekommen habe. Du nicht aus Versehen bekommen, oder? Ich hätte den nicht anklicken sollen. Den oder die. War es denn wieder Helden plus 2, so eine wiederholbare Hauptquest oder eine Nebenquest oder eine wirkliche Nebenquest? Eine wirkliche Nebenquest. Das ist eine richtige Nebenquest. Oh Gott! Keine Sorge.
Mann, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Alter, da fährst du um die Ecke, tauch auf immer vier oder fünf Druiden auf und der ist. Alter. Ah, ja. Naja, wenn du damit zurechtest, erschreckst du dich halt einfach nur schnell. Ich hab schon wieder ein Backpack eingesammelt. Warum nehme ich auch noch alles mit, wenn ich weiß, ich habe keinen Platz mehr? Ja gut, das kann ich nicht beantworten. Vor allem, ich habe von den Stufe 61er Sachen schon Haufen verkauft. Und zwar die ich nicht will. Und das, was ich will, das hab ich halt im Inventar behalten. Und trotzdem reicht das Inventar nicht aus, ey. Ach, bei den Datacrons. Ich wünsch dir viel Spaß, wenn du diese Runde tust. Warum? Bei einem wirst du nicht drauf kommen. Das siehst du nicht einfach mal so, wenn du irgendwo rumfährst. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich nachgelesen habe. Lass mich raten, da wo meine Tollpatschigkeit mich obsiegen lässt. Nö, du siehst den. Man sieht's nicht, ich bin aber mitten im imperialen Gebiet von einem Vorsprung runtergeplumpst und da habe ich schon gesehen. Da muss man auf so das Ding, so ein bewegliches Teil mal wieder runterspringen. Meinst du das? Nee. Jupp oder nee? Nee. Also. Das hätte ich mir zugetraut, weil das hätte ich ohne meine Tollpatschigkeit nie gefunden. Ist, du musst dort durch eine Tür, die du einfach nicht siehst. Die Tür ist einfach nicht sichtbar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man da durchkommt, um zu einem Datacron zu kommen. Du meinst die Hologramm-Tür? Hologramm-Tür? Hologramm-Tür. Von was reden wir jetzt? Es gibt, wenn du bei Teil der Arbeit ganz nach unten gehst, so eine bläulich schimmernde Tür, durch die man durch kann, weil das nur ein Hologramm ist. Nur ein Schimmer, Teil so ein bläulich. Der Arbeit, ja, kann gut sein, dass es dort war. Da hat mich auch nur eine Erkundungskästchen geführt, sonst wäre ich da auch nicht reingegangen. Ja, bei dem einen brauchst du, also beim siebten und Dalakron brauchst du halt wirklich was von Aldaran. Da wäre ich natürlich auch nie drauf gekommen. Hast du das Dalakron gefunden oder nachgeschaut? Weil ich habe da noch gar nichts gefunden, wo man da irgendwie sowas für braucht. Das habe ich auf meiner Seite, die ich mir abgespeichert habe, gelesen. Okay. Ich habe ja da eine Seite, wo alle Datacrons auf jedem Planeten aufgelistet werden. Wo sie sind und natürlich steht dort auch der Weg, wie man hinkommt. Und ich sage ja, bei dem einen muss ich definitiv reinlesen. Bei den anderen gucke ich mir dann immer nur die Bilder an, wo sich das ungefähr befindet. Ja, nee, da steht, dass du so einen Magnethaken brauchst oder sowas. Den kriegst du nur auf Aldaran. Okay. Ich muss nach da unten.
nächste. Und dort letzte. Keine Sorge. Hallo? Kämpfe? Okay. Oder nicht? Melde mich wie angeordnet, Dina. Die Beharen-Droidenfabrik ist in Betrieb. Perfekt. Eure Katastrophenschutz-Droiden sollten bereit sein. Ihr könnt sie mit der Fernsteuerung kontrollieren. Ich bin beeindruckt. Die Arbeiter hätten Wochen gebraucht, um die Fabrik wieder zu eröffnen. Wenn man die Macht auf seiner Seite hat, ist alles möglich. Dasselbe lässt sich auch über Informationen sagen. Die Droiden verschaffen euch Zugang zum Labor. Aber das Imperium hat Damison Varek in der Hand, einen der besten Wissenschaftler auf Corellia. Die Prototypen sind Vareks Werk, genauso wie die Sicherheitssysteme des Labors. Es sind die tödlichsten der Galaxis. Ist Varek eine Geisel der Imperialen oder ihr Verbündeter? Ich konnte niemanden im Labor kontaktieren. Wenn er ein Verräter ist, werdet ihr das schnell erfahren. Wenn ihr im Labor seid, müsst ihr das Versuchsgebiet finden. Varek, sein Team und die Droiden des Imperiums sollten alle dort sein. Wenn ihr die Droiden zerstört, kann die Republik wieder Nachschub durchs Tal der Arbeit schicken. Das garantiert Ratsmitglied Belos. Ach, du meinst das Bohrgeräusch? Ja. Wisst ihr, anstatt den Mindfeld... Oh, wir können ja vormittags bohren, da hätte man nachmittags alles fertig. Fällt diesen Idioten hier im Haus ein, komm, wir bohren nachmittags. Oh. Die Droiden werden das imperiale Labor nie mehr verlassen. Meldet euch bei General Aves, sobald ihr alles unter Kontrolle habt. Verwendet das Comm-System des Labors. Das Imperium überwacht die Frequenzen der Republik. Ich sollte jetzt zurück zum Ratsmitglied gehen. Es war mir ein Vergnügen. Vor allem, ich höre nicht mal, von wo das Bohren kommt. Ob das unten vom Anwalt kommt, der anscheinend dort raus ist, wo jetzt jemand Neues reingeht. Oder ob das hier irgendwo direkt im Haus von dem Mieter kommt. Nee, einfach nö. Das ist Gagge. Oh, spawnen die hier nach? Oder haben wir den vergessen? Oh. Okay. Muss ich nicht verstehen. Dann kämpfen wir hier oben. So. Hin? Nach ganz da. Was? Ah.
ganz nach da oben soll ich gehen? Ernsthaft? Nö. Na, lass ich mich lieber zur Hälfte hinfliegen. Hier gibt's jemanden, an dem ich Zeug verkaufen kann. Sehr schön. Gackapackam. Weg, 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 weg. Warte mal, was? Das kann ich nicht verkaufen? Oh, festes Wohlstandes. Ah, okay. Ja, das kann man natürlich nicht verkaufen. Relax dem weg damit. Außergewöhnliches Medikit. Nö, ich habe 19 von den anderen, die reichen. So. Das weg, das weg. Das sind alles nur Geschenke, die können alle weg. Das Ohrteil. Ich weiß ja nicht so recht. Das hebt man mal auf. Das hebt man mal auf. Jo. Ja, wie kann ich hier kommen? Briefkasten. Kohl Kantaros. Kohl Kantaros. Gegenstandsstufe 50. Was ist drinne? Nix. Okay, das merke ich mir. Das merke ich mir. Ich müsste jetzt in diese Richtung brettern. Ich sehe schon wieder meinen allerbesten Freund hier rumfliegen. Was ist das jetzt? Die Fliege, die mich immer nervt. Achso, ich dachte gerade im Spiel. Warte mal, ich komme dort oben durch. Was ist das hier? Heldenmission und tschüss. Nö, mache ich nicht. Die mache ich nicht. Ich bin froh, dass ich die Rotz durch habe. Du siehst mich nicht. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Hehe. Das ist nur eine Farbe Mugara. Ja. Ey, ich... Ja, okay. Das hört man halt auch völlig. Ja, ich weiß, ne? Und das hört man dann auch im YouTube-Video. Es ist zum Kotzen ist das, ey. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach hingehen und sagen, auf zu bohren, sonst bohre ich den zweiten Hinterloch oder so. Sie dürfen ja, das ist ja das. Ja. Naja, muss ich halt heute damit leben. Aber trotzdem, die hätten noch vormittags bohren können. Die, wenn das wirklich unten beim Anwalt oder beim ehemaligen Anwalt ist, die sind seit früh um 8 dort unten. Warum jetzt? Das ist wie mit meinem Nachbarn, der auf immer 23 Uhr in der Nacht angefangen hat, einen Stadtbauer zu bohren. Boah. Das Spiel lauter, dann hörst du es nicht. Man hört es trotzdem bei, dann bei YouTube. Das ist ja die Scheiße. Das Stream wird ja hochgeladen. Ja.
Jetzt war das hier im Eingang, wo welche ausgezogen sind. Aber ich glaube nicht, dass die so extra Löcher in die Wand bohren. Ja, was weiß ich, wollte eine Stromleitung woanders lang haben. Die sind ja ausgezogen und ziehen nicht ein. Achso. Das hat mich auch angekotzt den einen Tag, wo die ausgezogen sind und die Räumung gemacht haben. Es war Sonntag. Sonntag räumen die Bude. Im Hausflur richtig schön laut gemacht, immer schön ans Geländer geschlagen mit den Kartons. Und dann jault der hässliche Köter von der Alten rum. Das ging die ganze Zeit von früh bis nachmittags. Selbst wo Mittagsruhe war, das... Boah. So schnell stirbt niemand. Also, manchmal denke ich mir, warum bin ich hier eingezogen? Da bist du ja also im Plattenbau noch besser aufgehoben. Ja, ich muss 40 Tizis nebenbei umhauen. Krieg ich hin, mein Schwert schneidet durch die wie durch Butter. Das kriegt man doch easy peasy hin. Pass auf, du hast jetzt fast mich jetzt wegschubst, ja? Guck mal, du hast mich weggeschubst. Ich schubst dich um. So. So einfach geht das. Ich habe schon wieder so eine hässliche schwarze Klinge gekriegt. Ist da ein schwarzer Kristall drin? Nö, Farbkristall offen. Hier möchte ich nicht runterfallen. Ich muss ja aufpassen, was ich summe. Und füllt's wieder nervig. Der könnte mir mit seinen fetten Kanonen ruhig mal zur Hand gehen, der Druide, was soll... Wo ist denn?
Wo ist der hin? Lol, okay. Muss ich noch umballern? 11. Naja, dann los, ja. So. Hä? Ich habe 3 umgenietet und wurden uns 2 gewertet. Okay. Jetzt sind wir wieder schön. Wie viel kommen denn hier noch von den Gegnern? Oh nee. Oh, ich hoffe nicht, dass ich gegen die kämpfen muss. Gegen die muss ich doch nicht kämpfen, cool. Ja, und wie? Da, wo ist dann so ein Ware? Ah, da oben.
Ah. Bei allem Respekt, Jedi. Ihr seid nicht autorisiert, hier zu sein. Dafür braucht man ja diese Türen waren aus purem Durastahl mit mindestens 5 Schichten. Wie seid ihr überhaupt reingekommen? Katastrophenschutzdroiden kümmert es nicht, wie dick eure Türen sind. Natürlich. Damit hätte ich rechnen müssen. Ah, die Truppen der Republik. Eine schreckliche Sache. Ich kann euch versichern, dass meine Droiden nicht dafür verantwortlich sind. Sie sind für den Kampf ausgerüstet, aber nur zu Verteidigungszwecken. Ihr müsst sie nicht zerstören. Republikanische Soldaten sterben. Eure Droiden müssen aufgehalten werden. Ihr geht davon aus, dass das möglich ist. Ich werde mit einem bewaffneten Eindringling nicht diskutieren. Lasst mich nur eben die richtigen Einstellungen vornehmen. Diese Droiden sind mein Meisterwerk. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie zerstört. Tut mir leid. Jetzt sag ich doch gegen so ein fettes Vieh kämpfen, oder was? Oh ja, hat er noch 28.000 Leben. Das geht ja noch. Der wehrt sich nicht mal, ist ein guter Druide. Ach, da ist ja noch einer. Ah, der wehrt sich. Interessant. So. Und jetzt stoppst du. Diese Droiden könnten Gleiter in der Luft zerstören. Sie wurden gegen die stärksten Einheiten des Imperiums getestet. Ja, die Droiden wurden für das Imperium gemacht. Ich habe die Entscheidung des Rats unterstützt. Das ist keine Schande. Die Republik scheitert und man erwartet, dass brillante Leute wie ich mit ihr untergehen. Da mache ich nicht mit. Oh, tut mir leid. Habe ich etwas verpasst? Ich erwarte nicht, dass sie das versteht. Ich muss mich eben der jetzigen Lage anpassen. Wenn die Republik die Zukunft von Corellia ist, bin ich bereit, meine politischen Ansichten zu vergessen. Ihr habt meine Entwicklungen in Aktion erlebt. Ich könnte ähnliche Dinge für die Republik entwerfen, wenn man mich dort will. Nö, du gehst in den Knast, welche Schritte. Einen Verräter wie euch kann man nicht mehr trauen. Das war zu erwarten. Völlig kompromisslos, ganz egal, was man anbietet. Ich informiere mein Team über unseren neuen Status als Kriminelle. Wenigstens erleiden wir gemeinsam unsere Strafe. General Aves, die Droiden des Imperiums wurden zerstört. Der General ist beschäftigt, also müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Korsak wird bald da sein, um sich um Dani Zondarik zu kümmern. Ich hatte nicht erwartet, dass die Informationen des Ratsmitglieds stimmen würden. Euretwegen bin ich froh, dass dem so war. Was hat die Republik als nächstes vor? Das Tal der Arbeit ist jetzt unter Kontrolle. Und als nächstes hat die Republik den Axialpark im Visier. Das Imperium hat einen Großangriff gestartet, um uns von dort fernzuhalten. Armeen, Kampfläufer, Gräben. Die Leute nennen es jetzt schon die Schlacht um den Axialpark. General Aves braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Ich bin so schnell wie möglich dort. Der Axialpark ist nur eine kurze Bahnfahrt vom Kapitolplatz entfernt. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, sitzt das Imperium in der Klemme. Begebt euch zum Axialpark und meldet euch beim General. Er sagt euch dann, was zu tun ist. Du willst mich doch verarschen, ey. Die Hauptquest ist immer noch nicht zu Ende. Die ist ja immer noch nicht zu Ende. So schnell stirbt niemand. Na toll. Lauf ich jetzt
Warte mal. Wo muss ich lang? Jetzt geht da hoch, genau. Okay, auf der Map sieht was aus wie ein Hoden. Interessant. Was? Ja. Frag nicht, wie ich drauf komme, das sieht halt einfach so aus. Sag mal, warum habe ich jetzt hier oben eigentlich eine 2 stehen? Kann doch nicht sein, das hole ich erst morgen früh ab. Ich verstehe das nicht. Kann ich die Schnellreise hier auch verwenden? Nö. Natürlich nicht. Früher war ich ein Sith-Flummi, heute bin ich ein Jedi-Flummi. Boing. So. Hallo, Schnellreise? Ah, jetzt. Wo muss ich überhaupt hin? Grünes Schlachtfeld, verzerrte Signale. Ich werde erstmal dahin gehen, zu den verzerrten Signalen. Das war... Scheiße, jetzt habe ich sie ja vergessen. Replikanische Basis, das ist hier vorne gleich. Das ist also die da. Jo, jo, jo. Ey, da ist der Typ, der nicht mein Zeug verkauft hat, der kriegt noch mehr von mir. So. Danke fürs Geld. Jasmin, Ritter der Republik. Die hatten Sith mit sich rumlaufen. Cool, den will ich auch haben. Hallo Jasmin. Wie sieht's denn aus? Na, du und ich, ja? Lässt du diesen roten Idioten hier stehen und wir beide gehen mal schnell so oben in so eine Bahn rein und dann na, ein bisschen Spaß haben? Roter Idiot. Also, Sif. Ein roter Sif hat sie als Begleiter. Ich glaube, den kriegt man auch noch irgendwann, hoffentlich. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Gut, und solange ich mit der Bahn fahre, mache ich meine 5-Minuten-Pause. Bin gleich wieder da.